Juhu! Super schön, das ist die erste jetzt. Nee, das ist die dritte. Warte, wie viel brauchen wir noch? Es ist noch viel zu tun im neuesten Großprojekt, dem Holzhaus. Marion Meierhöfer hat gemeinsam mit der ortsansässigen Brauerei in Schönbrunn, einem Ortsteil von Wunsiedel, den Bau einer Pension gestartet. Ich hoffe, dass der Rasen noch kommt und dass alles anwächst hier. Da geht man schon ein bisschen Düse, muss ich ganz ehrlich sagen. Normalerweise bin ich schon immer ganz entspannt, aber da ist richtig Druck am Kessel hier. In 3 Wochen ist das alles vermietet, müssen wir fertig sein. Innen drin sind alle Gewerke noch voll am Rödeln und vor allem ist eine richtig große Nummer geworden, ist ein Millionenprojekt geworden. Shogi, wo bist du? Hier. Oh. Oh. Wow, wie schön. Fast fertig. Die niederländische Designerin und langjährige Freundin Schaukje Reeskamp gehört schon zur Familie. Sie kennt Marion noch aus Au-pair-Zeiten und gemeinsam setzen sie ausgefallene Ideen um. So wie nebenan im Schankhaus. Duschen in einer schmucken Glasvitrine, frische Blumen zwischen Fundstücken. Jeder soll sich hier wohlfühlen. Gerade auch für Kurzurlaube eignet sich die Region. Wirtschaftlich ist die Gegend auch interessanter geworden. Und deshalb kommen auch viele Geschäftsleute zu uns. Oben schlafen und unten im Biergarten fränkische Wirtskultur im Fichtelgebirge pflegen. Bier wurde hier im Bräustüberl schon immer getrunken. Marion Meierhöfer hat die traditionsreiche Gastwirtschaft seit 2017 gepachtet und in einen Szeneort verwandelt. Lass dich schmecken. Vom ersten Tag an habe ich gesagt, das ist die zweite Heimat für mich. Also ich bin inzwischen hier mehr als zu Hause. Das ist einfach das ganze Dorf und das Schönbrunn ist einfach ein ganz toller Platz, place to be. Mit dabei im Familienunternehmen Marions 3 Töchter. Dass alle 3 Mädels hier mitmachen, ist natürlich ein Geschenk. Besser kann ich es nicht kriegen. Und es ist natürlich auch nicht immer einfach. Wenn du miteinander arbeitest, dann ist 24/7 eigentlich das Thema Geschäftsthema. Und auch Ehemann Tom, eigentlich Fotograf, greift seiner Frau unter die Arme, damit es läuft. Nicht immer einfach. Naja, ich kann jetzt da nicht nur Loblieder singen. Ne? Es ist Stress und es bleibt wenig Zeit für irgendwas anderes. Seine Marion ist einfach überall. Gästesteuerung und in der Küche, wo es brennt, ich spüle auch mal einen halben Abend. Also, wo wir es brauchen, wir sind so verbandelt miteinander. Da hilft einer dem anderen. Wir sind gerade 30 Kilometer gefahren, weil wir gesagt haben, wenn wir was essen wollen, gehen wir daher. Es ist schon sehr schön. Marion Meierhöfer ziehen Bauruinen magisch an. Vor ein paar Jahren verliebte sie sich in eine ehemalige Bäckerei, kaufte sie und verwandelte das Ganze in ein Boutique-Hotel mit Café. Entstanden ist das Moulin Rouge, nicht in Paris, sondern Wunsiedel. Ich war überwältigt, als ich das gesehen habe. Ich wollte am Anfang eigentlich alles so lassen, wie es war. Ich wollte gar nichts ändern, aber die Vorstellung war schön, aber in der Praxis war das nicht machbar. Aber ich wollte einfach in diese Backstube und in diese Gemäuer wieder Leben einziehen lassen. Marion Meierhöfer und ihre Familie haben den Charme von früher erhalten und das einst leerstehende Haus wiederbelebt. Tochter Martha hat hier im Café den Hut auf. Frischer Wind in alten Gemäuern. Die Resonanz ist groß. Auch Leute kommen hier und sagen ganz viel, hey, das Haus kenne ich aus meiner Kindheit. Ich hätte nicht gedacht, dass da jemals wieder eine Seele reinkommt. Das Publikum ist bunt gemischt und die Gäste schätzen die Liebe zum Detail. Wunsiedel wird Stück für Stück attraktiver. Hier hast du so viele Möglichkeiten, was zu machen, weil die Leute unglaublich dankbar sind, dass sie irgendwo hingehen können, dass es das Angebot wieder gibt. Und gerade als junger Mensch da irgendwie mitwirken zu können und nicht nur irgendeinem Stadtteil was zu geben, sondern einer ganzen Stadt, einer ganzen Region, das ist einfach mega. Ich wollte immer so die Leute dazu bringen, dass die in Wunsiedel verweilen. Nicht nur auf dem Besuch in der Luisenburg, sondern einfach mal so sagen, ich bleibe mal 2 Tage hier. Und da habe ich lange schon geträumt, dass ich irgendwo mal Zimmer machen möchte. Entstanden sind über dem Café 5 Designerzimmer. Das lockt Gäste von weit her. So was findet man nicht mal so schnell in München. Und vor allen Dingen diese Herzlichkeit der Leute. Das war auch sehr, sehr nett. Zurück ins Bräustüberl. Es war ein langer Tag für Marion Meierhöfer und ihr Team. Schönen Feierabend.
Das Beste, was man jetzt machen können, ist, dass wir noch zusammensitzen und einfach noch ein Glas miteinander trinken. Und dann sind wir alle happy. Die Begeisterung der Familie steckt an und motiviert auch andere, ihren Weg in der Region zu gehen.